Was geht, Leute? Willkommen zu einem weiteren Video. Wundert euch nicht, mein Treppenhaus wird umgearbeitet. Das heißt, es wird eventuell ein paar Geräusche im Hintergrund geben, aber scheiß auf, Leute. Und zwar geht es heute um ein Video, welches mir persönlich sehr wichtig ist und was euch, glaube ich, wieder sehr viel geben kann. Denn ich würde euch heute sehr gerne meine Morgenroutine ans Herz legen. Beziehungsweise euch meine Morgenroutine erzählen, meinen ganzen Ablauf und die ganzen Sachen, die ich mir zu Herzen nehme und die mir immer irgendwas bringen oder mir helfen. Also Leute, das absolut Wichtigste ist, steht morgens auf und schaut nicht hier drauf. For real. Skippt diesen Part. Ich weiß, viele haben einen Handywecker und müssen automatisch aufs Handy gucken und sehen dann die ganzen unendlich vielen Benachrichtigungen, aber schaut nicht auf euer Handy. Nicht nach der ersten halben Stunde, die ihr wach seid. For real, Leute. Also Step Nummer 1, schon mal nicht aufs Handy gucken. Holt euch notfalls einen anderen Wecker oder versucht bei dem Wecker ausschalten, nicht aufs Handy zu schauen. Ganz einfach. Der nächste Schritt ist, den ich immer direkt mache, ist stretchen. Also ihr steht auf, ihr bewegt eure Muskeln, ihr bewegt eure Arme, ihr bewegt euren Rücken, euren Nacken, alles einmal durchstretchen. Denn durchs Liegen kann einfach der Körper mal so richtig hart eingefallen sein. Es ist wichtig, dass man sich morgens erstmal so ein bisschen seinen Körper stretcht. Sehr cool. So fangt ihr den Tag einfach sehr entspannt an. Was ich danach mache, ist Wasser trinken. Ich habe immer so eine Flasche Wasser neben meinem Bett stehen, was auch extrem nice immer ist, wenn man sich erstmal die ganze Flüssigkeit, die man über Nacht verloren hat, erstmal wieder in sich hineinführt. Und danach gehe ich duschen und ich gehe kalt duschen. Kalt. Komplett kalt duschen. Ich meine nicht ein bisschen warm noch oder so lauwarm oder mittel oder ihr stellt das Ding auf halbe Dings, sondern richtig, richtig, richtig kalt. Das hat den Grund, weil man sich danach einfach fühlt, als wäre man da der Motherfucker. Also ich sag's euch, Leute, versucht das einfach mal eine Woche durchzuziehen, nur eine Woche. Ihr werdet auf einmal merken, was ich meine. Es ist nicht leicht, es ist nie leicht, es wird auch nicht leichter, aber kalt duschen gibt euch so eine enorme Power, also so eine enorme Power. Das kann man sich nicht vorstellen, deswegen muss man es einfach selbst erlebt haben, okay? Nach der Cold Shower bin ich so hart energized und da führe ich mir quasi die nächste Portion rein. Und zwar einfach ein richtig nices Breakfast. Das ist bei mir meistens irgendwas Flüssiges. Also ich liebe Flüssignahrung am Morgen. Also irgendein Shake oder ein Smoothie, irgendwas in der Art. Ansonsten Obst, Bananen. Apfel. Was ich auch richtig, richtig hart feiere, ist einfach so ein Alpro-Joghurt oder so. Gibt's ja alle in vegan oder halt eben nicht vegan, wie man es eben will. Und tut da einfach ein paar Berries mit rein oder nices Früchtemüsli, was auch immer. Und dann ist dann morgen eigentlich schon safe. Bisschen Zimt rein, Kurkuma, was auch immer ihr gerade am Start habt und dann einfach geil. Wenn ihr es noch übertreiben wollt, dann haut ihr euch jetzt noch einen richtig heftigen Ingwer-Tee rein. Aber Tee könnt ihr eigentlich den ganzen Tag lang trinken. Alright, jetzt geht es nur um die Morgenroutine. Anschließend gehe ich zum Sport. Ich meine, nicht jeder hat das Privileg, vor seiner Arbeit Sport machen zu können. Aber ab dem heutigen Tag werde ich mein Sportprogramm durchziehen. Dazu wird übrigens im Laufe der Woche wahrscheinlich das erste Video online kommen. Und ich werde euch dann in den nächsten 2 Monaten immer updaten, wie mein Fitnessprogramm so läuft. Denn eventuell wird es den einen oder anderen dazu motivieren, anzufangen oder weiterzumachen. Ich natürlich muss erstmal die Motivation an Land bringen. Ist heute quasi der erste Tag und ich werde mit dieser Morgenroutine auch das Ganze durchziehen. Nach dem Sport gibt es für mich ein Mittagessen, welches zum Beispiel aus einer Bowl oder einer wirklich warmen Mahlzeit besteht. Sehr wichtig, dass es für mich dann warm ist. Reis, Salads, Kichererbsen, Linsen, was auch immer. Sehr, sehr, sehr wichtig, dass man nach dem Sport dann eine Mahlzeit isst. Das geht nicht mehr so krass in die Morgenroutine rein, aber das ist quasi nur nochmal, um das fortzuführen, dass ich danach dann meine erste warme Mahlzeit esse, okay? Was ihr beliebig tun könnt, entweder vor dem Sport oder nach dem Sport, ist Meditation. Ich sag's euch, Leute, wie es ist. Meditation ist so enorm wichtig für jeden von uns. Beziehungsweise nicht für jeden von uns. Es gibt auch Leute, die kommen ohne Meditation auch super gut klar. Die brauchen das nicht. Es gibt Leute, die sagen, warum soll ich meditieren? Das ist für mich Zeitverschwendung. Da müsst ihr eure eigene Erfahrung machen. Wo ich aber wirklich sagen kann, das ist eine Sache, die bringt uns jedem was. Unabhängig, wie du vom Kopf her eingestellt bist, unabhängig, was du arbeitest, unabhängig von allem, Sport. Es ist Sport, okay? Deswegen ist der Part eben sehr wichtig. Sport zu tun für jemanden wie mich, der den ganzen Tag sitzt, ist es besonders vorteilhaft. Für jemanden wie mich, der eben viel sitzt, ist es sehr vorteilhaft, deswegen auch Sport zu machen. Deswegen ziehe ich das jetzt auch knallhart durch. Ich werde euch hier auf dem Kanal updaten, wie mein Fitnessprogramm so läuft und werde euch detailliert alles in den Videos und in den Vlogs zeigen, okay? Was ich immer noch sehr, sehr, sehr gerne mache,
ist ein Buch lesen. Und das könnt ihr auch dort einordnen, wo es euch am besten passt. Zum Beispiel direkt nach dem Aufstehen, nachdem ihr was getrunken habt oder nachdem ihr euch gestretched habt. Ihr könnt das auch vor dem Stretch machen. Buch lesen kann quasi das Erste sein. Ich rede davon nicht, dass ihr ein Buch durchzimmern müsst. Ja? Ich rede davon nicht, dass ihr 50 Seiten lesen müsst, sondern es gibt Bücher, da reicht es, 2-3 Seiten zu lesen und ihr seid wieder sehr inspiriert. Ihr habt wieder eine Richtung, ihr habt wieder euren Fokus und genau diese Bücher lese ich euch. Wenn ich mal ein gesamtes Video über meine Buchkollektion, über meine Büchertipps machen soll, dann sagt es mir gerne Bescheid. Genauso das gleiche auch über Meditation, wenn ihr Interesse habt. Über Sport und Fitness wird es kommen, über Ernährung wird es mit dem Fitness zusammenkommen, aber Meditation und Bücher oder das Lesen sind vielleicht nochmal 2 Bereiche, die ich euch auch so nochmal ans Herz legen kann. Alternativ in dem Video. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Bücher sind komplett underrated in unserer heutigen Gesellschaft, beziehungsweise werden gar nicht so essentiell wahrgenommen, weil man liest sehr viel, man liest draußen viele Medien, man liest im Internet viel. Das ist aber quasi kein Ersatz für die Autoren, die sich wirklich mit einer Materie auseinandergesetzt haben und das in einer Bücherform rausgebracht haben. Es gibt so viele gute Themen, die in den Büchern beleuchtet werden und deswegen würde ich behaupten, dass Bücherlesen so essentiell wichtig ist. Mal safe seine 5-6 Bücher im Jahr zu lesen, ist Mindeste. Ich nehme es mir so vor, dass ich immer, egal wo ich bin, immer ein Buch in der Tasche habe, damit ich mal ein paar Seiten aufblättern kann. Wie gesagt, ich sage euch da gerne auch nochmal meine Tipps für euch, weil ich habe eben schon das ein oder andere aus dem Bereich gelesen, was mich sehr interessiert. Und das ist halt in dieser spirituellen, gesellschaftlichen Ebene sehr cool. Jetzt bestimmt die Frage, ab welchem Zeitpunkt ordne ich dieses Produkt hier ein? Mails checken, WhatsApps, Benachrichtigungen. Das wäre der Punkt definitiv nach dem Duschen, nach dem Frühstück. Also quasi die erste halbe Stunde, würde ich behaupten. Und vor dem Sport. Das ist so eine Sache, wo ich sagen würde, wenn ich dieses Handy hier aufmache, kann es jeden Morgen sein, dass sehr viele Leute was von mir wollen und das auch sehr schnell. Das darf einen nicht als allererstes den Tag vermiesen. Wenn man selbstständig ist oder wenn man auch in so einem Bereich arbeitet wie ich, dann ist es eben wichtig, dass man diesen Angriffen von Mails gewappnet ist. Und das isst man morgens bevor der Routine einfach noch nicht. Und deswegen ist es eben wichtig, ich weiß ja nicht, wie ihr damit klarkommt, jeder muss das für sich selbst wissen, aber für mich ist das meine Morgenroutine, die am sinnvollsten ist und die mir am meisten Kraft gibt. Also Leute, nochmal zum Verständnis, ich gebe euch nochmal eine kleine Liste. Fangen wir an mit Schritt Nummer 1 ist Wasser trinken. Schritt Nummer 2, Buch lesen. Auf 3 hätte ich stretchen. Danach würde ich was fooden, dann Sport machen, dann kalt duschen. Nach der kalten Dusche Meditation, 15 Minuten mindestens. Und wenn ihr diese Morgenroutine durchgezogen habt, nehmt euch mal einen Sonntag, wenn ihr unter der Woche dafür keine Zeit habt, ja? Dann sagt mir mal bitte Bescheid, was ihr da für eine Erfahrung mitgemacht habt. Denn für mich ist das eine Sache, die ist unfassbar geil. Das macht so viel Spaß. Es ist eine unglaublich positive Bereicherung für euren Alltag, wenn ihr in so einer Routine lebt. Falls ihr noch irgendwelche Punkte zu ergänzen habt oder ich in Zukunft in meinen nächsten 2 Monaten, weil ich ja das durchziehen werde, noch mehr finde, werde ich auch noch ein Update zu der Morgenroutine machen. Ansonsten war es erstmal von meiner Seite, Leute, und ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen. Bis zum nächsten Mal und habt einen blessed day. Ciao, ciao.